Servus, ihr Fashion. Schön, dass ihr dabei seid. Nie wieder Nahtzugaben anzeichnen. Ein Traum. Ich schaue mir in meiner Reihe Massive oder Klumpert dieses Teil für euch an. Das verspricht genau das. Es nennt sich magnetischer Abstandshalter für Scheren. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann bleibt gerne dran. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Also, gehen wir's an. Das Zuschneiden ist ein ganz wichtiger Prozess in der Schneiderei. Es soll einerseits zügig gehen und andererseits sehr genau sein. Insbesondere dann, wenn man sich beim Nähen an den Nahtzugaben orientiert. Und ob dieses Teil diese Ansprüche erfüllt, das wird sich jetzt herausstellen. Ich habe diesen Abstandshalter im Amazon bestellt. Das kommt so in dieser Plastikverpackung an und da sind zwei Stück drinnen. Und dann haben wir auch noch so eine kleine Anleitung mit Bildern. Das grüne Teil soll für gerade Scheren sein und das gelbe für schräge Scherenblätter. Man sieht, es ist so ganz, ganz leicht geknickt. Aber sonst sind die identisch. Die Magnete sind ziemlich stark. Und jetzt schauen wir uns das mal mit den Scheren an. Das ist jetzt die eine Schere. Also bei mir sind eigentlich alle Kanten von der Schere schräg. Gerade habe ich gar nicht. Man sieht das sowohl von links als auch von rechts. Und jetzt werden wir mal schauen, ob diese Teile auch wirklich an den Scheren haften. Also haften tut das Magnet wirklich gut. Diese Schräge ist, kann ich jetzt kaum erkennen, ein bisschen drehen vielleicht, dass das ein bisschen was bringt, aber nicht viel, glaube ich. Schauen wir mal. Okay, und diese Ringe, diese Gummiringe, sind dazu da, das sieht man auch in dieser Anleitung, die Nahtzugabenbreite einzustellen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mal ein Teil, das ich zuschneiden werde und als erstes stelle ich meine Nahtzugabenbreite ein. In der Anleitung steht das beschrieben, man soll das mit dem Maßband abmessen, auf die Schere draufstecken, das mache ich jetzt gleich mal. Ich will hier 2 cm haben und ich muss diesen Ring, der ziemlich fest sitzt hier, auf die richtige Rille drauf drehen. Das sind 2 solche Gummiringe, die sind sehr hart. Ich schneide jetzt mal so zu, wie ich normalerweise zuschneiden würde. Ich habe hier das Magnet auf das untere Scherenblatt gegeben und schaue, dass ich das jetzt irgendwie hinbekomme. Das ist aber gar nicht so einfach, weil dieses Magnet immer verrutscht. Und der Gummi und dieses Plastik im Stoff hängen bleibt. Also das ist irgendwie, das kann so nicht funktionieren. Ich glaube, da mache ich irgendwas falsch. Das ist zach, wie der Wiener sagt. Ja, naja. Irgendwie ist das nicht das Richtige. Ich muss mir diese Anleitung nochmal anschauen. So jedenfalls macht das keinen Spaß. Und sieht auch total schlecht. Schaut mal, wie das ausgefranst ist. So kann das nicht funktionieren. Nein. Aber so schnell gehen wir nicht auf. Ich habe jetzt dieses Magnet auf den oberen Bereich der Schere gegeben, auf das obere Scherenblatt. Ah, das ist auch, aber das geht auch nicht. Ich glaube, das geht nur auf dieser Seite. Allerdings ist das ein Nachteil, denn ich muss verkehrt zuschneiden. Normalerweise hat man ja die Hand auf dem Schnittteil und die Nahtzugabe rechts davon. Und wenn ich das so anstecke, muss ich unweigerlich verkehrt zuschneiden, also quasi über die Hand. So funktioniert das nämlich. Ihr seht, hier kann ich sehr gut dieses Gummiringerl anlegen. Es ist auch nicht optimal, aber ich habe eine Führung. Allerdings habe ich dann immer die Nahtzugabe in der Hand und das ist eigentlich genau verkehrt. Also so schneidet man eigentlich nicht zu. Es funktioniert, man sieht es, aber es ist verkehrt rum zugeschnitten.
Ja, und jetzt probiere ich mal eine größere Nahtzugabe. Ich möchte unten 3 cm machen. Das heißt, ich wurschtel mir dieses Gummiringel da wieder raus und messe jetzt wieder meine 3 cm ab. Bis das dann in den richtigen Rillen steckt, das ist ein bisschen ein Gefummel. Und ihr seht, auch hier habe ich das Problem, dass ich vom Teil weg zuschneiden muss. Also auch wieder über die Hand. Das ist irgendwie nicht gut. So ist das eine sehr ungenaue Arbeit. Ich habe wenig Kontrolle beim Zuschneiden, kann nicht auf das Schnittteil schauen. Ah, und das sieht auch nicht gut aus, ganz ausgefranst und wellig. Dieses Ding ist ein bisschen so ein assistiertes Augenmaß und das kann ich eigentlich mit meinem Maßband genauso machen. Also ich habe jetzt hier 2 cm und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Einfach das Maßband dranhalten. Also wenn ihr keine Lust habt anzuzeichnen, ist das eine Methode. Einfach Maßband dranhalten, entlangschneiden, passt. Sieht viel besser aus. Auch hier bei der schmalen Nahtzugabe 1 cm. Geht ganz genauso. Und jetzt messe ich noch nach, was ich mit meinem Magnet hier produziert habe. Also, boah, da sind 1/2 cm Abweichung. Auch da unten, da sind richtige Lücken drinnen in der Nahtzugabe. Also das, auch hier, da muss man echt nachschneiden, damit das, also nach dem würde ich nicht nähen oder bügeln, weil das ist so wellig und schief. Also wenn ich jetzt professionell die Nahtzugaben angezeichnet hätte, dann wäre ich schon längst fertig. Sehr praktisch für Rundungen ist so eine Schneiderkurve mit eingezeichneten Nahtzugabenbreiten. Ich habe hier 1/2 cm, 1 cm und 1,5. Das reicht im Normalfall auch aus. Und hier kann ich ganz einfach auf dem Schnittteil anlegen, aussuchen, welche Breite ich möchte und wunderbar anzeichnen. Und das geht einerseits sehr schnell und andererseits ist auch diese Anzeichnung dann wirklich genau und ich kann mich beim Nähen sehr gut daran orientieren. Es kann aber genauso gut das gute alte Geodreieck zum Einsatz kommen. Das hat auch eine Bezeichnung für die Zentimeter. Also das funktioniert ganz genauso, wenn man nicht so viel investieren möchte. Auch ein einfaches Hilfsmittel, das gibt es fast in jedem Haushalt. Aber es gibt natürlich auch Stoffe, wo das Anzeichnen direkt am Material echt schwierig ist. Zum Beispiel bei Strick, bei Jersey oder bei flauschigen Stoffen oder auch bei sehr hellen Stoffen. Deshalb empfehle ich euch, macht es euch noch einfacher und zeichnet euch die Nahtzugabe direkt am Schnittmuster an. Und auch das könnt ihr ganz einfach ohne großartige Hilfsmittel, zum Beispiel wie hier mit einem einfachen Geodreieck machen. Das funktioniert wunderbar. Einfach ein langes Lineal und ein Geodreieck fertig. Oder ihr habt so eine wunderbare Kurve wie ich hier und könnt euch die Rundungen super mit dem Lineal anzeichnen. Ich verwende sehr gerne dieses aufbügelbare Schnittmusterpapier von Stöfflerpapier. Das ist für die Textilindustrie gedacht. Das hat auf der Rückseite so eine glänzende Schicht. Und mit dieser Schicht kann man das Papier auf den Stoff aufbügeln, was natürlich das Zuschneiden wesentlich erleichtert, vor allem bei Jersey, der sich so gerne aufrollt. Also, was sagt ihr? Must-have oder Klumpert? Also, für mich ist das nix. Ich bleibe bei meinen Schneiderwerkzeugen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Bussi, Baba, bis bald. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt am 5. und 6. Oktober nach Graz zum Schneidereimarkt. Ich bin am Samstag, am 5. Oktober mit einer Show dabei.